grossen Schneemengen, die noch im Gebirge liegen, und starke Niederschläge über Graubünden, über dem Quellgebiet vom Rhein. Es ist eine Kombination, die bei uns für Hochwasser sorgen kann. Und damit herzlich willkommen zum Regionalwetter vom Wettering Vorarlberg, heute am Dienstag, 11. Juni 2019. Wenn wir es ernst auf der Niederschlagssummenkarte in den letzten 24 Stunden und auch schon vorher, hat es vor allem über Graubünden und der Zentralschweiz sehr starke Niederschläge gegeben, meistens gewitterig verstärkt, und darum hat es auch der Schnee mögen schmelzen, weil die Schneefallgrenze ist auf 3000 Meter gelegen. Es resultiert jetzt bei uns hier im Hochwasser. Der Rhein führt sehr viel Wasser da. Dadurch, dass es aber bei uns nicht so viel geregnet hat, ist es absolut nicht gefährlich, aber trotzdem eindrücklich. Und nach ein paar Impressionen schauen wir jetzt gerade, wie es in den nächsten Tagen weitergeht. Die gute Nachricht geht vorneweg, die grossen Niederschläge sind vorbei. Es hat heute Morgen schon recht aufgelockert, am Nachmittag geht es weiterhin recht sonnig weiter. Es ziehen zwar ein paar Wolkenfelder durch, es hat auch noch ein paar Quellwolken, eine bleiben aber meistens harmlos. Morgen am Mittwoch starten wir wechselnd bewölkt in den Tag. Vor allem im Norden und im Gebirge kann es sein, dass es bis im Nachmittag hier mal einen kurzen Schauer gibt. Aber dann lockert es dort auf und gegen den Abend haben wir dann verbreitet recht sonniges Wetter. Temperaturen bleiben noch eher im kühlen Bereich, wir erwarten morgen etwa 20 Grad. Auf der Donnerstag her gibt es aber Zwischenhocheinfluss. Wir erwarten sehr einen sonnigen Tag, am Morgen kann es sein, dass es ein paar Nebel- oder Hochnebelfelder hat, eine lösen sich dann aber rasch auf. Im restlichen Tagesverlauf ist es dann recht schön. Das Quecksilber steigt dann noch wieder an auf Temperaturen von bis zu 25 Grad. Es wird also wieder sommerlich. Auch am Freitag setzt sich das sommerliche Wetter fort. Wir haben sehr viel Sonnenschein, nur ein paar Quell- und Schleierwolken vorüberziehen. Und am Nachmittag kommt dann noch ein bisschen Föhn auf. Der sorgt dafür, dass Temperaturen im Rheintal unten und vor allem auch im Wallgau auf etwa 30 Grad ansteigen, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Am Samstag ist es dann schon wieder fertig mit dem Föhneinfluss, aber es bleibt weiterhin freundlich. Es hat ein paar Wolkenfelder, die durchziehen, eher im Tagesverlauf mehr, aber der freundliche Eindruck überwiegt und auch Schauer bleiben größtenteils die Ausnahme. Auf der Sonntag her haben wir dann aber eine Wetterverschlechterung. Es zieht eine Kaltfront auf, eine ist nicht allzu stark. Es darf aber doch fast überall für ein paar Regenschauer langen. Eine klingen dann im Tagesverlauf ab. Im Gebirge kann es sein, dass es noch ein paar Regenschauer gibt. Aber vor allem so im Bodenseeraum, im Rheintal und im Wallgau, also in den grösseren Tälern, wird es nur noch auflocken. Es gibt ein paar sonnige Abschnitte bei angenehmen Temperaturen. Wir sehen also, ein stabiles Sommerhoch ist nicht in Sicht. Dafür haben wir jetzt Niederschläge, die teilweise noch kommen und der Natur sehr gut tun. Wir haben nämlich immer noch ein Niederschlagsdefizit vom letzten Jahr, das wir aufholen sollten. Und darum hoffen wir insgeheim auch, dass es nicht wieder so ein extremer Sommer wie letztes Jahr wird. Mit diesen Aussichten verabschiede ich mich für heute vom Regionalwetter, vom Wettering Vorarlberg, und würde mich freuen, wenn ihr uns das nächste Mal wieder zuschaut. Bis dann.